Willkommen zurück zu The Last Guardian. So, und Trico wartet ja auch ganz geduldig. Hier hoch wollen wir, komm. Hoch geht's, da lang. Darüber. Manchmal macht das alles recht schlau und manchmal stellt er sich ein bisschen an, so wie jetzt gerade. Aber jetzt schaffen wir's. Ich bin bereit. Trico anscheinend nicht. Nochmal. Darüber und hüpfen. Ja, das sieht gut aus. Super. Schön gemacht. So, ein paar Streicheinheiten dafür. Ich glaube, da gehe ich aber lieber. Sollen wir jetzt schon weiter gerade oder was? Wo guckt er da hin? Nee. Geh da mal zu Fuß rein. Ganz elegant abgestiegen. Das kann ich halt einfach. Ich bin die Eleganz in Person. So, was haben wir denn hier? Rico, komm mal rein. Ah, guck an. Wir haben sogar was zu snacken für dich. Das ist doch immer gut. Und klar, und hier brauche ich deine Hilfe. Zumindest muss ich mal auf dich raufklettern. Vielleicht muss ich mich auch irgendwo hochheben. Schau mal. Da oben zum Beispiel. Rico, da. So, hier hochkommen. Hallo, wieder der Krieg. Nein, nicht dahin gucken. Hier hoch. Ah, ja, genau. Ich habe nicht die Richtung geguckt, aber also nicht nach oben. Ich dachte, er macht es automatisch. Ja, da nicht. Erst dahin. Dahin. Jetzt erhöhe ich ihn, glaube ich, ein bisschen. Ja, genau, dahin. Und nach oben. Jetzt mal richtig, jetzt nach oben. Go. Ich hätte ihm die Belohnung das Fass erst danach geben dürfen. Wenn ich faul. Ich bin vollgefressen und will mir nicht helfen. Da wollen wir hin. Da. Dahin, genau. Dahin. Rico, du Nase. Ja, genau. Und jetzt hoch. Hoch. Rico. So, neuer Anlauf, vielleicht von der Seite. Bin ich jetzt gerade abgeworfen? Ich glaube, es hackt. Wir probieren es nochmal. Wir kommen nochmal neu rein. Komm mal her. Komm mal her, Trico, hier lang. Wenn sich da drin umdreht, sind wir nie in der richtigen Stelle. Ja, genau. Komm mal her. So, und jetzt klettern wir mal rauf und dann machen wir das nochmal alles von vorne. Komm her. Ja, Carina ist von der Folgsamkeit von Trico nicht ganz überzeugt, ja. Das geht schon. Manchmal haben wir unsere Verständigungsprobleme. Aber so ist das halt manchmal. Ne? In der Beziehung, da
hat man manchmal kleine Missverständnisse. Nicht jeder hat das gleiche vor, aber am Ende klappt es. Wow, 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 wow. Sehr gut. Und jetzt dahin. Da und hoch. Jetzt stehen wir genau davor. Jetzt. Ja, 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 ja. Rico, sieht gut aus. Bitte. Rico, nicht da links. Da links interessiert uns doch gar nichts. Dahin. Dahin. Genau. Da, nee, da. Genau, ja. Und jetzt nach oben. Meine Herren. Danke. Danke, Trico. Und jetzt wollen wir, glaube ich, nach unten. Ja, dann gib mal Gas. Komm. Mutig. Mutig runtergehüpft. Irgendwie traut er sich nicht. Komm. Heute ist ein bisschen gut zureden. Heute ein bisschen bockigen Tag. Ja komm, ich zeig's dir mal. Das ist alles nicht so. Guck. Alles gar nicht schlimm im Wasser. Komm her. Komm mit, Trico. Bevor ich hier reintauche, guck jetzt mal, was hier los ist. Trico. Komm. Hier siehst du. Guck, der Pool ist groß genug für uns beide. Und jetzt lernen wir auch noch tauchen. Die Frage ist, wo wir hin wollen. Ja, guck, alles gar nicht so schlimm. Der Trico haut gleich wieder ab, der mag das nicht so. Oh, da kann man durchtauchen. Okay, jetzt ist er wieder hoch. Bin ich ein bisschen zu langsam. Ich möchte nicht ersaufen hier. Okay. Luft holen. Und hoch. Gerade für Planken hochgekommen. Was hat es gebracht, dass ich jetzt hier das Tor aufgemacht habe? Hier ist ja eigentlich nichts dahinter, außer... Ich versuche herauszufinden, ob es da oben an der Ecke weitergeht, dass ich irgendwie Trico hier rein, dass er mich hier hochheben soll. Sieht aber jetzt... Ehrlich gesagt nicht so aus. Trico eh noch ein bisschen skeptisch mit dem Wasser.
jetzt habe ich nur dieses Tor hier aufgemacht. Ich habe keine Ahnung, was mir das bringt. Möglicherweise sind ja diese Planken jetzt hochgekommen. Das deutet irgendwie an, dass da unten noch mehr passiert ist. Okay, durch die Tür bin ich eben durch. Langsam bekomme ich ein bisschen Angst. Vielleicht mit Trico zusammen, vielleicht ist er schneller. Ja komm, du hast jetzt doch gesehen, wie das mit dem Tauchen geht. Ich probiere es mit Trico zusammen mal. Ja, das sah aus, als wäre da unten das halt auch verschlossen gewesen. Deswegen sind diese Planken halt hochgekommen. So, jetzt mit Trico, du hast jetzt gesehen, wie es mit dem Tauchen geht, ne? Du bist nämlich ein bisschen schneller als ich. Das machen wir jetzt einfach mal zusammen. Der haut schon von mir ab, weil ich nass bin. Ich habe keine Lust zu. So schlimm ist das alles nicht. So, jetzt komm. Also, wo wollen wir hin? Dahin. Da runter. Genau. Ja, so zufrieden scheint er noch nicht zu sein. Ja, ja, ja. Und go! So, im Wasser sind wir schon mal. Und tauchen. So richtig will er noch nicht. Nicht Wasser treten. Tauchen. Oh ne, ich mag nicht. Ja. Ich weiß genau, wo ich lang möchte, Trico. Gib Gas! Allein hätte ich es ja nie geschafft. Ja, man kann nämlich schon ertrinken, wenn man zu lange unter Wasser ist. Ja, siehst du, super. Ja, schön streichen. Das hast du super gemacht. Das ist auch raus. Ja, jetzt warte doch, bis ich abgestiegen bin, bevor du dich schüttelst. Danke. Nein, das hast du super gemacht. Super, Trico. Kannst dich hier in der Sonne ein bisschen trocknen. Und alles ist gut. Komme ich da hinten alleine hoch? Ich gerade. Da brauche ich ja Trikos Hilfe. Ja. Komm her. Komm her. Komm mal ein bisschen näher. Skeptisch geworden. So, dann halt nicht. Da gibt es halt keine Streicheinheiten. Da hinten geht's weiter. Ob ich da jetzt ein Trikot für brauche, ob ich da so rüberkomme, probieren wir es einfach aus. Stimmt genauso elegant wie ich. Zumindest an dem Teil. So, hier komme ich jetzt so nicht hoch. Da ist nichts zum Festhalten. Ich habe gedacht, dass ich mich an der blöden Säule festhalte. Das sieht doch so aus. Das muss doch gehen. So ungeschickt ist er doch gar nicht.
Jetzt muss ich ja doch Trico nochmal rufen. Der wird sich freuen. Ja, dann komm halt her, es bringt halt nichts. Hierher. Noch ein Stück näher, komm. Ja, bitte. Gleich wieder reingefallen. Dann komm her, hierher. Ja, bitte. Näher. Jetzt nicht weggehen, Trico. Das ist auf dem richtigen Weg. Nicht weggehen. Danke. Ja, ich komme gleich wieder. Ja, guck, hier habe ich sogar was zu fressen für dich. Kriegst du auch. Wenn ich es schaffe, das da rauszuholen. Ja, sag mal, wie schwer ist es denn? So, erstmal eine kleine Belohnung und ich gucke dann, wo wir weiterkommen, okay? Genau. Na, du schaffst das schon. Wo ist denn gelandet? Hä? Naja, Trico macht das schon. Fressen kann er schon alleine. Das war überhaupt nur so ein Bonusraum hier oder was? Ich dachte, hier geht's weiter. Na toll. Das Fass ist immer noch drin. Ah, hier geht's weiter. Jetzt, dann mampft das auch. Das ist nicht zum Spaß dahin ge. Dahin geschmissen. Ah, ich glaube, ich muss da links lang. Das funktioniert jetzt nicht so gut. Nochmal runterklettern. Runterklettern. Okay. Ja, bei Trico, du sollst das fast jetzt schon. Das wäre mir jetzt schon wichtig, wenn ich das extra geholt habe. Da. Der denkt auch mal, das ist zu gemein. Ist er endlich bis in der Sonne und trocknet sich. Und dann wird er wieder gerufen. Oh komm, tu dir einfach das Fass. Muss groß und kräftig werden. Da ist das Fass. Da bei dir. Sehr lieb, dass du zu mir schaust, dann halt nicht. Ohne das Fass gehe ich jetzt hier nicht weg. Das ist mir zu blöd. Und da es nämlich frisst, wenn es im Wasser ist, dann wird da draußen was gemampft. Warum schwimmt der denn so blöd im Kreis? Stopp, stopp, stopp. Warum ist das jetzt gerade. Das hat er jetzt automatisch ganz halt gemacht. Das wollte ich überhaupt nicht. Was war das denn gerade? Das ist strange. Okay, jetzt klappt's. Eigentlich ganz am Anfang hat er da auch Sachen im Wasser gefressen. Er spinnt da bloß gerade, aber ne? Spinnt er nicht. Ja? Ja, ja, ja. Ich war so ein bisschen unfreiwillig, glaube ich. Das heißt,
fast also mit rausgeholt hat, aber... Auch unfreiwillig ist gut. Nicht gleich wieder fallen lassen. Okay, wir haben es geschafft. Das war aber eine schwere Geburt. Sehr schön. Trico, Mann. Du machst es mir echt schwer. Okay. Ja, guck, guck. So, und jetzt? Übrigens, nee, warte mal, ich hab grad geguckt. Ich wollte ja mit den Ranken da hochklettern und dachte, das ist die Lösung. Aber wofür ist das die Lösung? Ist ja gar nicht die Lösung. Da geht's eh nicht weiter. Vielleicht ist die Lösung, eher da rauszugehen? Nee. Ich wollte jetzt gerade, dass mich Trico da rüberbringen, dann kletter ich in den Ranken hoch. Oder was soll ich denn da oben? Oder geht's da oben durch? Nee. Wo geht's denn hier weiter? Nu fragt, ob das live ist. Natürlich ist das live. Ist alles live. Roboter Martin, live. Also da bin ich ja hergekommen ursprünglich. Und da... Autsch. Schön aufs Gesicht gefallen. Ja, da habe ich überhaupt nichts davon, wenn ich da hochkletter. Ganz oben, das könnte man da eventuell durch. Obwohl, es wird schon sein. Probieren wir es nochmal. Komm. Nico wollte ich gerade sagen. Trico. So, dann bring mich mal darüber, okay? Da so. Da lang. Go! Ja, das Wasser mag er aber nicht so gern. Okay. Jetzt darüber. Hab schon so ein bisschen das Gefühl, dass man da rüberkommt. Da oben. Wäre ein bisschen komisch, wofür die ganzen Ranken da wären. So. Ah! Ey, nein! Das kann nicht sein. So, Trico, du jetzt nicht wegschwimmen gerade. Wenn zwar Deadpool fragt, ob ich da hergekommen bin, wo dieses Tor ist, ja, da müsste ich hergekommen sein. Oder täusche ich mich da gerade? Habe ich das völlig gerade... Ach so, vielleicht habe ich das auch irgendwie auch... Ich dachte, da wäre ich hergekommen. Aber vielleicht bringe ich das auch gerade durcheinander. Das ist gut möglich. Das gucke ich mir als nächstes an, wenn das zu nichts führt hier mit den Ranken. Dann gucke ich mir das mit dem Tor... Mit dem Tor an. Aber ich dachte, da wäre ich hergekommen. Aber das habe ich... Kann ich aber auch ganz schön falsch mitliegen. Nein, ich dachte, das wäre so ein Vorsprung, an dem er sich langhangeln kann, diese Steinreihe. Ist es aber gar nicht. Da kann er sich nicht festhalten. Na super. Na dann gibt es eh nicht mehr viel Möglichkeiten. Da oben kommt man auch nicht durch. Okay. Alles falsch. Kommando zurück. Dann bleibt eh nur dieses Tor hier. Ich habe tatsächlich gedacht, dass ich da unten durchhergekommen wäre. Aber noch ein Stück tiefer. Und da gibt es wahrscheinlich auch was anderes zu tun. Ja, das sieht doch sehr danach aus, als würde es hier weitergehen. Und bin ich nicht so auf diese Ranken konzentriert. Ja. Alles richtig gemacht. Tauch erstmal lieber nochmal auf. Nochmal Luft holen. Und los geht's.
Jetzt muss ich. Ich habe überlegt, ist ganz schön hoch. Muss ich vielleicht Trico ins Wasser rufen, damit der Wasserspiegel steigt? Trico! Du musst nochmal baden gehen, Trico. Tut mir leid. Oder dass zumindest die Welle mich hier hochspült. Ja, 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 ja. Ist ja wirklich so geil. Natürlich. So, das heißt, wir werden jetzt gleich mit Trico wieder durchtauchen. Wir erleben hier Abenteuer. Wo ist denn Trico schon wieder? Ist ja schon wieder sonnengegangen? Ja, natürlich. Na egal, dann machen wir den Kopfsprung ins Wasser mit Trico mit. Der hat auch bald keine Lust mehr. Aber, na gut, ich komme ins Wasser, jetzt trockne ich mich wieder. 17 Mal hintereinander. Und ein 18. Mal auch noch, wenn wir dann den Weg nach unten finden.